Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Ja, letztes Mal haben wir Nikki und Jackson aus der Stadt geschafft, in Sicherheit sozusagen. Und jetzt sind wir dabei, Lucky Quinn aufzusuchen und die Mission hier heißt Kein Weg zurück und ich würde einfach sagen, wir starten wie immer direkt los. Das Merlot Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Ja, ich muss sagen, ich finde den Plan relativ gut. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Clara? Nicht gut. Was hat die vor? Der Gärtner. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange. Sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Ich bin sicher, dieses Jahr spenden wir wieder. Ich muss mal sagen, kleine Junge, das ist meine Frau. Hä? Er würde sie keinen Champagner mehr trinken. Wie soll ich denn das verarschen? Der Große mit dem Akzent. Er hat irgendwas an sich. Glaub ich kenne. Hä? Huch, ich habe ein Problem. Hä? Die Person verloren? Hä? Jetzt bin ich gerade. Sorry für die Geräusche, ich bin gerade ein wenig verwirrt. Um es vorsichtig auszudrücken. Ich sollte die verfolgen, aber irgendwie, ich habe das mit, da war ja was mit dem Hecken, glaube ich, jetzt dann noch. Eventuell habe ich das zu spät gesehen. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde,
Lucky und ich kennen uns lange. Sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Dass der so verwirrt nicht ist, ist viele wissen, wenig. So gut wie ich. Verwirrend. Wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. So, also ich muss, denke ich mal... Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Nein. Da hacken. Ah. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege. Und dieses gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Rack erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! DOS hat ihn jeden Tag ins Visier genommen. Und gerade mal 48 Tage später hatte ich mein Druckmittel. Beeindruckend. Genau wie das Material. Ich habe es ihm schon gezeigt. Und er sieht es genauso. Er ist auf jede erdenkliche Art ruiniert, wenn das ans Licht kommt. Aber ich muss das Material schützen. Ist es nutzlos. Der Bürgermeister muss in der ständigen Angst leben, dass sie es... Augen auf! Kontrolliert jemand in den Docks? Ja, alles sauber. Himmel, geh mir nicht auf die Nerven. Vielleicht ist der Boss wegen Bier zu besorgen. Wenn Bier braucht, kümmern wir uns um ihn. So einfach ist das. Keine Sorge. Was? Das hat er das Lesen noch mit Terra? Jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Infiltrieren Sie das Hotel. Ach, was soll's. Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Schau dir das bitte mal an. Scheiße, ich Trottel hätte mich daneben stellen sollen. Jetzt hätte ich es entscheiden müssen. Infiltrieren Sie das Hotel. Jetzt ist natürlich die Frage. Oh.
versuchen. Ich weiß nicht, ob da welche sind. Einer weniger. Hey, komm raus da. Gott verdammt! Da. Er kann nicht weit weg sein. So. Hier komme ich ja durch. Oh, scheiße. Na, ah, zweimal. Oh, scheiße. Du hast dich überschätzt, Mann. Leg die Waffe weg! Mach es nicht schwerer, als es sein muss! Komm raus, Mann! Was hast du? Willst du, dass ich dir weh tue? Da hinten ist er! Ich rücke vor! Ach, du Fluchter Dreck! Scheiß! Komm wieder her! Ihr Kurendreckstrick! Fluchter Scheiß! Ich bin kurz davor, das Drecksding in den nächsten Scheiß-Mülleimer zu werfen! Meine Ohren bluten gleich! Das Unausweichliche nur hinaus, Arschloch! Hier! Check das Magazin! Alter, jetzt kommen die da alle an. Das fickt nochmal! Runter, Leute, runter! Wir sind ja. Lass dich nicht sehen! Na komm! Du stellst dich an wie ein Mädchen! Entdeckung! Kannst nicht ewig da bleiben. Wir haben das CTOS für einen Medienangriff benutzt. Wohin der Bürgermeister auch sah, spielten wir mit seiner Scheißparanoia. Sagten ihm Geschichten von fremdgehenden Frauen und woran man sie erkennt. Haben ihm die Warnzeichen beigebracht und dafür gesorgt, dass sie ihm begegnen. Er ist da drüben! Ja, wir haben eine Entscheidung binnen 2 Monaten vorausgesagt. Und wisst ihr, wie lange es gedauert hat? 20 Tage. Hört euch das mal an, das ist episch. Deinen Frauenabend? Ich hoffe, er ist es wert. Das gab mir die Zeit, unser Hochzeitsalbum zu verbrennen. Bleib weg, solange du willst, du Hure. Deine Sachen liegen draußen im Müll. Ruf mich an, wenn du einen Anwalt hast. Oh, Scheiße, ja, ja, das waren wir. Hier, nicht. Weiter. Oh, 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 oh. Ich seh den Scheiß. Ich schau mal da drüben nach. Ich seh den Scheiß. Ich schau mal dort drüben nach. Ja, richtig, aber. Okay. Hier ist nichts zu sehen. Weiter. Ich hab ihn verloren. Ich nicht. Haltet die Augen auf. Vorsichtig, Leute. Schwein gehabt. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Gut.
Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Hey, wo sind die jetzt hin, die Leichen? Es ist doch Quatsch. Jetzt habe ich hier bloß eine Knarre, Alter. Ach klar. Jetzt muss ich erstmal gucken, wieso haben die alle keine Knarren, Mann? Doch, da. Das ist bloß der eine. An alle Einheiten. Luftunterstützung genehmigt und unterwegs. Ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Jetzt ging die hier noch, ist ja krass. Ja Leute, ich verstecke mich jetzt erstmal. Und die Taggung, wisst ihr, wollen wir die verlassen? In der nächsten Folge. Also macht's gut erstmal und tschüss.